Moin zusammen und willkommen zum Champion Guide zu Aatrox. Aatrox ist mit Abstand im Moment einer der stärksten Champions, die es im Spiel gibt und ist von daher im Ranked auch ziemlich oft gebannt. In diesem Guide werde ich euch alles vorstellen, das heißt Skills, mein eigenes Itembild, die Meisterschaften, die sich für Aatrox sehr gut eignen und noch ein paar andere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Reihenfolge der Skill-Hochlevelung. Kommen wir also nun erst einmal zu seiner passiven Fähigkeit, welche sich Blutbrunnen nennt. Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass Aatrox kein Mana besitzt und alle seine Fähigkeiten mit dem Leben bezahlt. Diese Leben werden in den Blutbrunnen gegossen und werden dort so lange aufbewahrt, bis Aatrox stirbt, beziehungsweise gehen alle paar Sekunden verloren, wenn Aatrox nicht kämpft. Wenn Aatrox stirbt und sich Blut in seinem Blutbrunnen befindet, wird er wiederbelebt und erhält das ganze Blut im Brunnen als Leben wieder zurück. Außerdem bekommt er pro 2% Blut im Brunnen 1% mehr Angriffsgeschwindigkeit. Der Q-Zauber von Aatrox ist Düsterflug. Aatrox fliegt zur ausgewählten Zielposition hin, schlägt dort ein und verursacht an allen Gegnern, die im Einschlagzentrum stehen, Schaden. Gegner, die im Zentrum stehen, werden hierbei zudem hochgeschleudert und betäubt. Die W-Fähigkeit bei Aatrox ist nahezu einzigartig. Hierbei handelt es sich nämlich nicht um eine, sondern um zwei Fähigkeiten, zwischen denen ihr hin und her switchen könnt. Die erste Fähigkeit wäre Blutdurst, die es Aatrox ermöglicht, bei jedem dritten Angriff Leben wiederherzustellen. Blutzoll hingegen tut genau das Gegenteil. Sie zieht Aatrox nach jedem dritten Schlag Leben ab, aber macht dafür bei jedem dritten Schlag einen kritischen Treffer auf dem Ziel. Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass beide Fähigkeiten gleich aufgeladen werden, das heißt, dass man für beide Fähigkeiten jeweils drei Schläge braucht und somit sich entscheiden kann, ob man den dritten Schlag lieber Leben dazu bekommen möchte oder Leben abgezogen bekommen möchte und dafür einen kritischen Treffer landen möchte. Die E-Fähigkeit von Aatrox ist Klinge der Qual. Aatrox entfesselt die Kraft seiner Klingen und verursacht so bei allen getroffenen Gegnern Schaden und verlangsamt diese für eine gewisse Zeit. Aatrox Ultimate haut ziemlich viel Damage raus. Wenn man sie aktiviert, kriegen alle Gegner, die um Aatrox herumstehen, Schaden und Aatrox Angriffstempo und Angriffsreichweite werden für eine bestimmte Zeit erhöht. Die Hochlevelung der Skills ist bei vielen Champions der Knackpunkt. Hierbei müsst ihr bei Aatrox erst einmal wissen, dass Aatrox auch, wenn er defensiv spielt, ziemlich viel Schaden verursachen kann. Ich jedoch skille am Anfang erst einmal meine E auf 1, danach folgt die Q und die W kommt als drittes dran. Danach entscheide ich mich, was ich zuerst hochskillen möchte, jedoch ist das bei mir meistens erst die E, die ich auf 5 bringe, danach die Q, welche ich auf 5 bringe und die W, die ich ebenfalls auf 5 bringe. Die Ultimate skille ich immer auf den Leveln, wo es geht, das ist hier Level 6, 11 und 16. Ich spiele Aatrox mit einer 21-9-0 Meisterschaft, 9 Punkte im Abwehrbaum, um ein bisschen mehr tanky zu sein, was ihr auch im Late Game auf jeden Fall solltet, und Angriff, um ein bisschen mehr Schaden auf der eigenen Lane auszuteilen. Als Beschwörerzauber eignen sich standardmäßig Entzünden und Flash, wobei alternativ auch Teleport und Flash gewählt werden kann, um mit Teleport schnell wieder auf der eigenen Lane zu sein, wenn es doch mal brenzlig ist und der Jungler gerade nicht in der Nähe ist. Kommen wir zum Schluss noch zum Wichtigsten, zum Itembild. Hierbei ist es wichtig, vorher festzulegen, ob ihr eher auf Tank oder eher auf Angriff basieren wollt und ob euer Jungler bereit ist, die Rolle des Tanks zu übernehmen oder eben nicht. Wenn ihr nun also für beide Fälle gut gerüstet sein wollt, stelle ich euch jetzt hier ein kleines Itembild vor, welches ihr optional noch anpassen könnt. Ich beginne Aatrox auf der oberen Lane mit Laufstiefeln und drei Heiltränken, allerdings könnt ihr optional auch eine Dorans Klinge kaufen, welche euch am Anfang schon etwas Leben und Angriffsschaden gewährt. Später solltet ihr euch dann entscheiden, ob ihr jetzt nun auf Tank spielt oder lieber auf Angriff. Wenn ihr auf Angriff spielt, kann ich euch Beinschienen des Berserkers empfehlen, welche euch 20% mehr Angriffstempo geben. Oder wenn ihr auf Tank spielen wollt, kann ich euch Ninja Tabis empfehlen, welche euch 25 Rüstung gewähren. In der Laning-Phase solltet ihr natürlich auch noch ein paar Wards kaufen, um den Überblick auf eurer Lane zu behalten und gegebenenfalls SS zu schreiben, falls ein Champion von eurer Lane verschwunden ist. Nun könnt ihr euch schon mal das Item Phage kaufen, welches ein Teil des Frosthammers ist, auf den ihr euch dann auch sparen solltet. Nach dem Frosthammer ist es empfehlenswert, eine Klinge des gestürzten Königs zu kaufen, womit ihr dann mehr Angriffstempo, Lebensraub und etwas Angriffsschaden bekommt. Mit einem schwarzen Ball macht ihr auf jeden Fall nichts falsch, da es euch Angriffsschaden, Leben und etwas Abklingzeitverringerung gibt. Von nun an solltet ihr euch entschieden haben, ob ihr nun auf Tank oder auf Angriff basieren wollt.
Wenn ihr auf Angriff basieren wollt, kann ich euch die zwei Items Blutdürster und Klinge der Unendlichkeit ans Herzen legen, da Blutdürster, wenn er aufgefüllt ist, 18 Lebensraub bietet und 100 Angriffsschaden und die Klinge der Unendlichkeit ordentlich Crit hat und auch noch 70 Angriffsschaden gibt. Wenn ihr allerdings auf Tank spielen wollt, kann ich euch die beiden Items Randuins Omen und Geistessicht empfehlen, da Randuins Omen 70 Rüstungen bietet und 500 Leben gewährt und die Geistessicht uns auch nochmal etwas Abklingzeitverringerung, Leben und Magieresistenz gewährt. Wie immer hoffe ich, dass euch dieser Guide gefallen und auch etwas geholfen hat. Wenn ja, könnt ihr mir ja einen Daumen hoch da lassen oder sogar ein Abo. Es kommen bald noch mehr Guides und dann würde ich sagen, haut da rein. Viel Spaß beim LOL-Spielen und bis dann. Tschüss.